Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fehlt eigentlich etwas, wenn Gott fehlt? Diese Gedanken mache ich mir gelegentlich, wenn ich jetzt auf das Weihnachtsfest zugehe. Viele Menschen werden Weihnachten feiern, ohne den Gottesdienst zu besuchen oder ohne gläubig zu sein. Kann man das? Natürlich kann man Weihnachten feiern, ohne ein gläubiger Christ zu sein. Vielleicht nur in der Erinnerung noch der Kindheit. Diese Geschichten, diese Erzählungen wachhalten. Fehlt was, wenn Gott fehlt? In dieser Corona-Zeit ist deutlich geworden, wir schauen zunächst einmal auf die, die wirklich helfen. Auf die Virologen, auf die Ärzte, auf das Gesundheitswesen. Kann Gott etwas verändern in einer solchen Krisensituation? Da hilft doch eher das praktische Tun. Aber gerade in dieser Corona-Zeit, meine ich, könnte auch deutlicher werden noch, was die Weihnachtsbotschaft uns zu sagen hat. Viele Gottesvorstellungen sind in den letzten Jahrzehnten durcheinander geraten. Und die Corona-Zeit hat das noch einmal verstärkt. Ein allmächtiger Gott, ein gütiger Vater. Wie sollen wir uns das vorstellen? Weihnachten bringt neu ins Blickfeld. Wenn wir von Gott reden, reden wir immer auch vom Menschen. Wenn wir von Gott reden, dann reden wir von einem Geheimnis, das mitten in unserem Leben geschieht, erfahrbar wird. Das will uns die Geschichte von Bethlehem erzählen. Gott ist keine Theorie, sondern Gott ist konkretes Leben. Ein Kind, ein Gesicht, das uns anschaut. Und ich denke, das ist auch heute sehr nötig. Eine neue Suche nach dem, was Gott bedeutet und damit auch eine neue Suche nach einer Kraftquelle, die uns Hoffnung gibt. Was fehlt, wenn Gott fehlt? Es fehlt vielleicht der Blick auf das Ganze der menschlichen Wirklichkeit. Es fehlt der Blick auf den konkreten Menschen, besonders auf den Leidenden, den Schwachen, den Armen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es könnte doch sein, dass etwas fehlt. Jeder wird seine Suche, seinen Glauben neu auf den Weg bringen, immer wieder neu. Aber Weihnachten könnte ein Anstoß sein, das auch wirklich zu tun. Und wir als Kirche haben den Auftrag, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Corona-Zeit Weihnachten zu feiern. Als Zeugnis nicht nur für uns, sondern für alle. So wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen und allen an Ihrer Seite ein gesegnetes Weihnachtsfest.